Rostedt, willkommen in der Forscherwelt von Henkel, in der Kinder zu kleinen Forschern werden. Wie bewerten Sie das zweite Quartal 2011? Es war insgesamt ein gutes Quartal, geprägt von einem sehr starken Wettbewerb und stark steigenden Rohstoffpreisen. Wir haben eine Umsatzsteigerung von mehr als 6% erzielt, das heißt auf fast 4 Milliarden Euro. Wir haben weiterhin zweistellige Wachstumsraten in den emerging Ländern. Wir haben über 500 Millionen EBIT erreicht, das heißt eine Marge von 13%. So insgesamt war es ein gutes Quartal für Henkel. Wie sah es in den einzelnen Unternehmensbereichen aus? Alle drei Unternehmensbereiche haben zu diesen Ergebnissen beigetragen. Wir sehen eine Erholung bei Wasch- und Reinigungsmitteln, geprägt von Volumen und Preissteigerungen. Übrigens die erste Preissteigerung seit 2009. Bei Kosmetik und Körperpflege sehen wir eine Steigerung in Umsatz und in EBIT. Und bei Adhesive Technologies sehen wir eine Steigerung in Umsatz und in EBIT, geprägt von Volumen und auch Preis. Und zum ersten Mal haben zwei Unternehmensbereiche eine EBIT-Marge von 14% in einem Quartal erreicht. Und das war Kosmetik, Körperpflege und Adhesive Technologies. Bleibt es beim bestehenden Ausblick für das laufende Jahr? Ja, ich kann das Ausblick bestätigen. Bei Umsatz haben wir ursprünglich gesagt, dass wir erwarten eine Umsatzsteigerung zwischen 3% und 5%. Jetzt sagen wir, dass wir erwarten eine Umsatzsteigerung von 5%. Wir haben auch unseren Ausblick für das Jahr bezüglich EBIT bestätigt, das heißt eine EBIT-Marge von 13%. Und die Ziele für 2012 haben wir auch bestätigt, das heißt eine EBIT-Marge von 14%. Vielfach wird bereits heute diskutiert. Was kommt eigentlich nach 2012? Zuerst möchten wir unsere Ziele in 2012 erreichen. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Über 2012 heraus arbeiten wir auf ein Projekt Galileo, und diesem Projekt beschäftigt sich mit Megatrends. Welche Entwicklung sehen wir langfristig für Produkte, für Kategorien, für Innovation und für die Regionen? Wir brauchen Innovationen, starke Marken, die besten Technologien, aber vor allem die besten Mitarbeiter. Auf die Ergebnisse von unserem Galileo-Projekt werden wir davon ableiten, unsere Strategie und die konkreten Ziele, die uns nach 2012 begleiten werden. Diese Ziele und diese Strategien werden wir Ende nächstes Jahres kommunizieren. Diversity wird derzeit international viel diskutiert. Henkel hat hier schon viel getan, aber was sind die Ziele für die nächsten Jahre? Henkel hat eine führende Position in Diversity. Wir haben drei Bereiche definiert: Altersbreitung, Nationalität und Gender. Bei Henkel sind mehr als 110 unterschiedliche Nationalitäten tätig. Und alleine hier im Headquarter in Düsseldorf arbeiten mehr als 50 unterschiedliche Nationalitäten. Bei der Frauenanteil haben wir fast 30% Frauen in Führungspositionen bei Henkel. Und wir arbeiten und streben daran, in alle drei Bereiche noch besser zu werden. Danke, Herr Rostedt.